Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Im letzten Mal sind wir hier mitten ins Albatros-Gefängnis schon eingedrungen und haben ein bisschen hier für Randale gesorgt. Ein paar Insassen schon mal zusammengeschlagen, so wie sich das eben gehört. Wir haben ein paar Yu-Gi-Oh!-Duelle wahrscheinlich schon unterbrochen. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist nicht gut. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich? Oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Ja, das ist schon, das war jetzt essentiell, wichtig, sage ich jetzt mal. Das war jetzt natürlich essentiell wichtig, dass wir da mit ihm mal drüber reden. Wie komme ich denn? Ah, okay. Naja, nur Polizisten können den Haken nutzen. So. Erstmal hier das Ganze wieder zusammenschlagend auseinandernehmen, damit wir ein paar Supersteine hier bekommen. Sehr schön. Zack, geil. Na, komm her. Was, Mann, ne? Und den nehmen wir schon mal fest. Und den auch gleich. Wunderbar, Rex. So schnell stehen die nicht mehr auf. Ja, machen wir hier ein paar Fesselspiele hier. Im Gefängnis. 50 Shades of Grey hier. Ja? Hauptdarsteller, die ganzen Insassen. So, wie komme ich denn jetzt darüber? Okay, das sieht dann auch aus, als ob da irgendwie Elektrizität im Weg wäre. Ja, erstmal hier aufmachen hier. Ja. Wunderbar. Das kenne ich nur aus meinen früheren Zeiten hier, wo ich bei meinen ganzen Klassenkameraden eingebrochen bin. Ich weiß noch ganz genau, wie das damals war. Wo ich zum ersten Mal eingebrochen bin. Das war damals. In einen Schnapsladen, kurz nachdem ich mich habe tätowieren lassen. Ja, bin ich danach gleich in den Schnapsladen eingebrochen. Sehr gut. Das Geld, das ich da geklaut habe mit dem Geld, habe mich gleich nochmal tätowieren lassen. Ja, so war das damals. Die ganzen Gangs aufgenommen zu werden hier. Musste ich mir ein Einhorn tätowieren lassen. Bin ich Mitglied gewesen in der Einhorn-Gang. So, haben wir die ganzen Einhörner abgeschlachtet, sage ich jetzt mal, weswegen es keine Einhörner mehr gibt. Haben wir aber viel zu tun gehabt. So, schauen wir da mal rein. Schönen guten Tag. Okay, ich glaube, ich muss mich... Chase, bist du drin? Ja. Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Das ist eine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Und wie versperre ich die Tür? Vielleicht hiermit. Ach halt, ich muss ja Polizist sein. So, erstmal hier bauen. Ja, so macht man das. So schnell kommt er da nicht raus. Sehr schön. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, nein. Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Natürlich. Wer ist da? Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Alles klar, ja. Yeah. Was läuft da? Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Echt jetzt? Kann mir hier, ganzen... Auseinandernehmen hier alles. Kann ich noch mal was auseinandernehmen? Ich kann nicht mal seinen Tisch auseinandernehmen. Ich nicht die Platten an. Vor allem nicht meine geliebten Opern. Oh doch. Nehme ich alle auseinander. So.
Alles auseinandernehmen. So, wunderbar. Na? Da. Das wird schwierig. Aha, was ist? Häftling. Und deine Bewährung kannst du getrost vergessen. Okay, was ist das? Zack. Kümmer dich nicht um die Fotos im Safe. Das ist meine Zwillingsschwester in dem Hochzeitskleid. Einfach. Okay, das ist alles. Einfach. Oh, jetzt wird's wild. Was läuft da? Lass meine Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Jetzt wird er wild hier, der Stier. Ah. Yeah. Yeah. Schon haben wir's geschafft. Hey. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's... Ups. Entschuldigung. Die darf nur ich hören. Spiel ja keine von ihnen ab. Ist okay. Lass mir den Safe aufmachen hier. Ah. Egal wer du bist. Ich lass dich einen Monat die Töpfe in der Küche schrubben. So, hören wir uns doch mal die Opern hier an, ne? Was ist da draußen los? Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Oh. Kaputt gemacht. Ich mach nochmal neu hin. Oh. Oh, da habe ich irgendwas falsch zusammengesetzt. Was haben wir denn da jetzt gebaut? Ah, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Ja. Absoluter Klassiker. So. Sehr schön. Hier können wir wieder ein paar Sachen auseinandernehmen. Ja, einmal die Tür hier aufmachen. Die Zelle von Rex sein. Sehr schön. Ja, Rex scheint ja irgendwie... Ei, 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 ei. Ein Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall Schwache... Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Jetzt gibt's eine Tracht Prügel. Na? Also ich... Ich glaube, ich werde da mal kriminell, sah ich jetzt einmal. Damit ich dann auch in so einem... in so einer Zelle hier leben kann. Allerdem seine Zelle ist moderner als meine Wohnung. Hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow. Die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Oh, das mache ich. Sind wir jetzt hier? Yay! Oh ja, ich klopf nicht nur Ganoven ab, ich hau auch ordentlich auf die Pauke. Ja, so schaut's aus hier. Ja, aber noch den Boxsack hier kaputt, hä? Interessant, ein versteckter Knopf. Oh, okay. Klick. Alles klar. Mal ein paar... Knöpfe wohl aktivieren hier. Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Alter. Wie schlecht die Witze sind. So, erstmal ja alles wieder kaputt machen. So, um die Jukebox kümmere ich mich jetzt.
gleich. So, mal schauen. Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack. Na gut, ich bin jetzt auch nicht wirklich der Fan von Freude schöner Götterfunken, muss ich sagen. Muss ich jetzt mal so dazu sagen. Ist jetzt auch nicht unbedingt meine Musik. So, das Wasser da. Ah, was haben wir denn da? Wahrscheinlich muss ich... So. Aha, noch ein versteckter Knopf. Sehr gut. Alter, die Musik hier. Kann ich das wieder ausmachen? Das verprasst mir nur Copyright-Probleme. Ich möchte das bitte wieder ausmachen. Das gibt mir nur Copyright-Probleme. Außerdem bin ich echt nicht der Fan von Freude schöner Götterfunken. So, erstmal hier rüber. Hier drüben wahrscheinlich dann nochmal einen geheimen Schalter. Hey! Verdammt! Jetzt bin ich runtergefallen. Oh, Rudy! Das liegt nur in der Musik. Das liegt einzig und allein in der Musik. Und in der ganzen Russen-Propaganda. Die Russen sind schuld, sonst niemand. Die Russen und die Musik. So, sehr schön. Was haben wir hier? Haben wir wieder hier Polizist? Dum, dum, da, dum, da, 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 da. Okay, das sieht nach einem Schalter aus, den ich mir wieder baue. Da ist der letzte Knopf. Und so ist es auch. So. Und klick. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter... Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Nein, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Scheiß Jukebox, geh dich aus! Wow, wow. McCain! Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett! Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es. Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's... Vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain! Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern! Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicher nicht die hier benutzt? Hier kommt das Vögelchen! Tja. Spezialauftrag! Scherereien in Sicht! Level abgeschlossen! Oh yeah! Sehr schön! Haben wir wieder einen Polizeimarkenteil hier. Wunderbarix! Ah, wie viel haben wir denn? Ah, 71%. Das ist doch nicht schlecht. Goldene Steine. Wunderbarix! Können wir mal weitermachen. Chase. Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Okay. Bye!
Bahnreise freigeschaltet. Yay! Wir fahren alle schwarz. Sehr schön. Haben wir wieder einen goldenen Stein bekommen. Werden wir die ganze Zeit beim Schwarzfahren erwischt. Noch einer aktiviert, ja, sag mal. Ja gut, theoretisch müssen wir zwei aktivieren. Damit wir fahren können, logischerweise. Bringt uns ja nichts, wenn nur ein einziger Bahnhof aktiviert ist. Wunderbar, Rex. Ist mir hier wunderbar, so. Ja, die Fahrbahn, die Fahrkartenautomaten, sehr schön. Kann man immer Fahrkarten kaufen hier? Oh, kann ich da jetzt rein? Sehr schön. Was haben wir denn hier drinnen? Butch Patterson. Wer auch immer das ist. Sehr gut. Hier haben wir wieder ein paar Supersteine. 16.000 schon wieder. Sehr, sehr gut. So gefällt mir das, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr gut. Ah, jetzt kann man hier also auch rein. Einmal. Okay, hier muss doch noch irgendwas anderes sein. Na. Echt jetzt? Okay. Gut, mehr ist doch nicht. Okay. Dann halt nicht. Vielleicht komme ich jetzt oben da noch rein. Wo ich den Superstein gesehen habe. Vielleicht kann man da jetzt rein. Lass mal das hier noch alles auseinandernehmen. So, den Polizistenpunkt hier, den brauche ich nicht aktivieren. Den wissen wir ja schon, den kennen wir schon. Erstmal hier hoch. So, komme ich da drüben jetzt aber immer noch nicht rein, oder? Nee. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da reinkomme. Ich kann aber, wenn ich mich nicht ganz irre... Das ist jetzt wieder sowas Optionales, da könnte ich jetzt eine Rufsäule bauen. Will ich jetzt gerade aber nicht, weil das, wie gesagt, optional ist und ich mir diese Supersteine erstmal noch aufheben möchte für storybedingte Sachen. So, ja, wusste ich doch, dass ich jetzt hier irgendwo rein kann. Ah, da drüben sehe ich auch schon Superstein. Ja, wunderbar. So, wunderbar. Grubby Grubster. Ja, mal auch mal kurz aufmachen hier. Na, ja. Und wunderbar, ein weiterer Superstein. Datenscan-Upgrade. Okay. Das war gar kein Superstein, oder was? Ich wollte aber einen Superstein. Ich wollte kein Datenscan-Upgrade. Ich wollte einen Superstein. Mimimi. Was hast du mich angeschaut? Ne? Was schaust du mich an? Hm. Hast du ein Problem damit, dass ich keinen Superstein bekommen habe? Hey, ich rede mit dir. Hast du ein Problem damit? Hey. Ja, du. Hast du ein Problem damit, dass ich keinen Superstein bekommen habe, oder was? Ich hol gleich ein Auto. Hey. Stehen bleiben. Ich brauche das Auto, ich muss überfahren. Ja, mir entkommst du nicht. Mir entkommst du nicht. So. Nochmal hier. Piep, piep, piep. Ja, wunderbar, ja. Yeah. So, halt. Zack. Okay. Was? Wie, was? Wie kann, was? Ich habe extra auf dir geparkt. Wie kannst du wieder aufstehen? Komm schon, ich habe extra auf dir geparkt, damit sie nicht mehr aufstehen kann. Und dann sowas. Menno. War schon gemein. Okay, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal suchen wir den Bahnhof mal auf. Der anscheinend da hinten ist. Karte. Ja, der ist da hinten. Alles klar. Der ist gar nicht mehr so weit entfernt. Da suchen wir uns dann schon das nächste Mal auf. Und schauen wir mal, dass wir gleich mal weiterfahren können. Ich hoffe mal, dass wir nicht unbedingt gleich mal Supersteine wieder gebrauchen können. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da mal vielleicht so den einen oder anderen mal sammeln könnten. Weil ich weiß, dass da noch ziemlich, ziemlich teure Sachen auf uns zukommen werden. Also, eins hatte ich noch in Erinnerung, da musste ich dann sammeln.
Ich glaube, das war story-relevant und hat, ich glaube, 30.000 gekostet. Und das war dann doch schon ziemlich krass. Wo ich mir da gedacht habe, Alter. Hab zu viel gekauft. Deswegen will ich jetzt einfach nur mal schauen, dass ich ein paar Supersteine vielleicht mal sammeln kann. Aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann einfach alles beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war dem Let's Play Lego City Undercover für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.